Everybody says we're too young, our love is not going on. They say you better go away, cause this love is made of soul and pain. Love is enough. So, Herr Weber, hier habe ich Ihnen noch was aufgeschrieben, damit sind Sie in ein paar Tagen auch Ihre Grippe los. Danke Ihnen. Und wir sehen uns nächste Woche. Danke. Bis zum Fäden ziehen. Tschüss. Tschüss. Ja, Sie kommen auch noch dran. Nein, nein, bitte bleiben Sie sitzen. Sie werden alle heute noch vom Arzt behandelt. Okay? Leute, wie sieht's da draußen aus? Der Warteraum ist leer. Wir haben es geschafft für heute. Zeit, dass ich wieder in OP komme. Ja, und nicht, dass ich normale Pflegearbeiten machen kann. Naja, wie dem auch sei, jetzt machen wir erstmal Feierabend. Ja, Sie vielleicht. Ich darf noch eine zweite Schicht fahren. Für den neuen Drachen Yvonne. Die jagt mich durch die Klinik, dass mir die Socken gefallen. Und alles nur, weil ich einmal ein paar falsche Blutkonserven geholt habe. Beklag ich mich, dass ich zur Strafe für den Transfusionszwischenfall den Ambulanzdienst aufgepumpt gekriegt habe? Nein. Blutkonserven zu verwechseln kann tödlich sein. Wir können von Glück sagen, dass wir die Sachen noch hingekriegt haben, dem Patienten nichts passiert ist. Und irgendwann hat jede Strafarbeit ihr Ende. Und dann sind Professor Simoni und Oberschwester Ingrid auch wieder da. Tja, lieber heute als morgen. Na, kommen Sie. Tschüss, Doc. Halten Sie die Ohren steif. Jo. Was denn? Schon Feierabend? Ja. Kannst du es gut haben? Ich kann jederzeit rauschen. Soll ich dich nach Hause führen? Geht leider nicht. Ich habe noch Bereitschaft. So, Pech aber auch. Bis später. Ach, könntest du noch ein bisschen was einkaufen für uns heute Abend? Ja klar, ich werde ja sowieso nicht gebraucht. Ich belege am besten gleich noch einen Kurs in der Hauswirtschaft. Das ist eine gute Idee. Qualifikation ist keine Schande. Ja. Außerdem hast du gute Ansätze, wenn du noch ein bisschen übst. Ja. Und vergiss nicht, die Wäsche aus der Maschine zu nehmen und aufzuhängen, ja? Und wenn du dann noch ein kleines bisschen aufräumen könntest. Wie gnädige Frau wünschen. Frau Dr. Kogisch, wir müssen in die Notaufnahme. Die bringen eine Herzinsuffizienz. Jahre labiler Zustand. Nach zweifachem Bypass vor 6 Monaten Verdacht auf Reinfarkt. Konnte für den Transport stabilisiert werden. Sofort in die Notaufnahme. Mhm. Schwester, wo bleibt Dr. Barra? Irgendwas helfen? Danke, Vladi. Wir kommen schon zurecht. Ich kenne den Patienten. Ich habe Brückner vor einem halben Jahr die Bypässe gelegt. Wahrscheinlich waren die Endstrombahnen damals schon fast dicht. Wir müssen den Patienten auf jeden Fall... Sind Sie jetzt fertig endlich mit Ihrem Vortrag, ja? Dann können Sie nämlich verschwinden, damit wir weitermachen. Was ist denn hier los? Kreuzer hält den ganzen Betrieb hier auf. Er lässt mich meine Arbeit nicht machen. Hast du in der Ambulanz nichts zu tun? Roland, wenn es das ist, was ich vermute, werden wir den Patienten lasern müssen. Das hast du weder zu entscheiden noch zu verantworten. Brückner ist Barachs Patient. Aber ich bin der Experte für solche Eingriffe. Du machst es mir ein bisschen schwer, Achim. Ich will mit dir darüber nicht diskutieren. Ich erwarte von dir, dass du die Entscheidung der Landesärztekammer akzeptierst. Guten Abend. Ja, Ben. Wie sieht's denn hier aus? Willst du dich ein bisschen aufräumen? Mach ich nachher. Möchtest du einen Glühwein? Hat Lukas angerufen oder geschrieben? Nö. Bitteschön. Sag mal, mit der Wäsche bist du ja auch nicht sehr weit gekommen, was? Ach, so geht das aber nicht.
Haben wir uns nicht irgendwie geeinigt, dass jeder ein paar Regeln beachten muss? Also ich für meinen Teil, ich halte mich dran. Komm, das bisschen Geschirr. Falls es dir entgangen ist, ich bin weder deine Mutter noch deine Putzfrau, sondern... Was machst du da eigentlich? Na, ich arbeite hier. Transmuskuläre Laserkanalisation. Ist es das, was ich vermute? Weiß nicht. Du willst die OP machen. Wieso? Man wird sich doch noch mal mit Fachliteratur beschäftigen dürfen. Denk nicht mal dran. Ich habe solche Operationen in Chicago durchgeführt. Barach ist ein hervorragender Arzt, aber der Profi am Laser bin ich. Was ist mit dem OP-Verbot? Das hebt Roland auf. Roland ist ja gar nicht das Problem, sondern eine Institution namens Ärztekammer. Roland hat aber gar keine andere Wahl. Wetten, dass er morgen kommt und mich fragt? Das mit der Kammer regelt er dann schon. Wenn du dich da mal nicht irrst. Ich habe mir heute früh noch mal die Werte des Patienten Brückner angesehen. Wir haben ihn jetzt relativ stabil. Und? Naja, zuerst habe ich gedacht, es würde reichen, einen zusätzlichen Bypass zu legen. Aber das bringt nichts. Kollege Kreuzer hat recht. Die Endstrombahnen sind dicht. Ich erwarte einen Vorschlag. Wir müssen Brückner helfen, da muss es einen Weg geben. Jedenfalls keinen effizienten. Doch. Denn wenn wir schon die Möglichkeit haben, durch das Geräteaustauschprogramm mit Professor Keller und der Klinik Südost einen Laser zu besitzen, dann sollten wir ihn auch benutzen. Trauen Sie sich zu, mit dem Laser zu operieren? Ich sehe da kein Problem. Katrin? Das Verfahren ist relativ neu. Es wird in Deutschland nur von wenigen Zentren eingesetzt, zum Beispiel in der Uniklinik Marburg oder im Leipziger Herzzentrum. Ich bräuchte noch ein paar Anästhesiegastspiele in der Herzklinik, aber dann denke ich, kriegen wir das hin. Ja. Sarah, ich möchte vorschlagen, dass wir Kreuzer mit ins OP-Team nehmen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir haben das ja nun wirklich ausgiebig besprochen. Ich weiß gar nicht, warum du dich so anstellst. Ich möchte ihn dabei haben, verstehst du? Wo liegt das Problem? Wir sollten nicht auf Kreuzers Erfahrung verzichten. Emanuel. Dieser Eingriff bringt dir eine ungeheure Reputation. Überleg doch mal, du wärst endlich mit Achim Kreuzer gleichgestellt. Ich bin ja zu jeder Schandtat bereit. Aber nicht am offenen Herzen. Glaubst du, Kreuzer würde es nach diesem Eingriff noch einmal wagen, dich schief anzusehen? Naja. Siehst du, ich wusste doch, du verstehst mich. Bis zur Hochzeit ist das alles verheilt. Wunderbar. Jo. Vielen Dank, Herr Doktor. Wir sehen uns dann übermorgen zum Verbandswechsel. Aber sollte es irgendwo ganz furchtbar zwicken, kommt es einfach morgen wieder, nicht? Bis dahin, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Na, Vladi, wie sieht's heute aus? Ja, da sitzen noch ungefähr 300 Leute. Scherz. Gerade keiner da. Das ist auch gut so. Wenn ich hier noch eine Weile gipse oder verbinde, dann drehe ich durch. Ach, und was ist mit mir? Wenn wir Männer nicht zusammenhalten, dann haben wir bald gar nichts mehr zu melden. Wem sagen Sie das? Katrin, gerade von dir gesprochen. Hat dich Roland geschickt? Vladi, ich möchte mit dem Mann hier gern mal einen Kaffee trinken gehen. Ist das okay? Mhm. Parken Sie meinen Wagen. Ciao.
Roland kann Barach gar nicht operieren lassen. Wieso nicht? Weil er nicht das nötige Know-how besitzt. Ich habe in Amerika einige von diesen Operationen durchführen müssen. Wir sind nicht in deinem geliebten Amerika gewesen und auch passable Ärzte geworden, oder? Darum geht's doch gar nicht. Ich glaube bloß, dass euch meine Bestrafung härter trifft als mich. Weißt du, was ich vermute? Hm? Dir geht's gar nicht um die Operation. Sondern? Achim, sei nicht so stur. Du kannst ruhig mal etwas kooperativer sein und auch mal was von deinem Wissen weitergeben. Da brichst du dir keinen Zacken aus der Krone. Wirklich nicht, Schatz. Na, Achim? Na, Sarah? Wo steckt denn dein Schützling? Falls du Dr. Barach meinst, der hat alle Hände voll zu tun. Alle hat das Stöckchen holen. Dein Zynismus, den kannst du dir sparen. Du solltest dich daran gewöhnen, dass es auch noch andere Ärzte gibt an diesem Haus. Barach kann den Eingriff nicht durchführen. Eins kann man dir getrost unterstellen. Penetrante Selbstüberschätzung. Hm. Dr. Glowisch ist jetzt in der Herzklinik. Hm. Ja. Sie sagt, übermorgen könnten wir die OP machen. So lange braucht sie noch. Ich weiß nicht, ob die kurze Zeit ausreicht. Wir haben noch nicht alle Untersuchungsergebnisse. Soll ich ein bisschen Druck machen im Labor oder in der Angehung? Ne, das ist nicht nötig. Ich kümmere mich da schon drum. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Frau Gregoleit ist gerade nicht da. Da wollte ich die Unterschriftenmappe selber holen. Und von hier aus nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen. Aber unendlich lang.